Okay. Sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Das ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer da draußen. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Mr. der Gerät. Hier wieder live aus der Kommentatorenkabine. Wir spielen heute Uncharted 4 Team Deathmatch und los geht's! Ja, Beta ist jetzt vorbei, ne? Es beginnt eine neue Ära. Wir spielen Uncharted 4, das fertige Spiel. Ich habe eben schon mal ein bisschen was gespielt. Was heißt eben? Vor ein paar Stunden. Hab eben noch eine kleine Pause gemacht. Ich habe ein bisschen den Kommando-Modus ausprobiert. Sehr schön, sehr cool. Die Maps habe ich mir ein bisschen angeguckt. Und Aufwärmphase. Ja, ja. Habe ich auch abgeschlossen. Ne? Story habe ich auch schon hinter mir. Und naja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Ich bin einfach fassungslos. Das Spiel ist so unglaublich gut geworden, das hätte ich mir gar nicht erträumen können. Ich finde, jeder von euch sollte das einmal gespielt haben, weil es wirklich was ganz anderes ist als die Vorgänger. Es hebt sich so dermaßen von denen ab und ist insgesamt ein so schönes Produkt geworden, das kann man gar nicht beschreiben. Aber ich möchte jetzt hier nicht über den Story-Modus schwärmen, sondern wir befinden uns ja im Multiplayer und es geht auch schon gleich los. Hier, der Countdown, der tickt, ja? Gleich geht's los. Jetzt schon mal die Finger ein bisschen aneinander reiben, ein bisschen aufwärmen. Und dann geht's auch gleich rund. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier wieder nicht gleich verkacken werde. Vorhin lief's ganz gut, aber man weiß ja nicht, ne? Vorführeffekt und so, viel labern kann er ja, ne? Aber dann soll er auch mal machen hier, soll er mal zeigen, ja? Ja, ja. Mal gucken. Wir nehmen übrigens noch ein Ausrüstungsset, was vorgegeben ist, da ich noch nicht tolle Sachen freigeschaltet habe. Ich weiß gar nicht, wo man hier überhaupt das Level sieht. Gibt es überhaupt noch Levels oder so? Oder ein Profil, wo die Statistik gezeigt wird? Ich glaube nicht. Was ich an sich jetzt nicht so schlimm finde, aber ich würde doch schon gerne sehen, welches Level ich bin. Ne? So, wir nehmen mal verdeckt, das habe ich schon die ganze Zeit gespielt und wir nehmen mal den, scheiße, setz mich die unter Druck, Drake. Ja, okay, ich wollte eigentlich Elena nehmen, aber dann doch wieder Drake, weil Elena ist ja eine Frau und ach, lassen wir das. So, wer spielt denn heute alles mit? Akin Lulac, X Diego, Itax, Holly, Jun, Mackie 27, ja? Ist ja Bescheid. So, auf der anderen Seite, wir haben Starspray, Nero, Sepp, Munte 116, Social Player und Cleopatra 2000, ne? Ja, das wird ja toll. Die haben flinke Finger, ne? Aber der Controller, der ist jetzt ein bisschen größer als bei PS3, wisst ihr Bescheid. So, es geht los! So, und ich weiß immer noch nicht, wie ich diese gelben Naughty Dog Coins, heißen sie, glaube ich, bekomme. Ich hatte jetzt die Vermutung, dass ich das hier einsammeln muss und ich muss mal ganz kurz meine Kopfhörer etwas leiser machen. Aber ich glaube, man kriegt eigentlich doch nur Geld. Man kriegt doch keine Naughty Dog Coins. Ich nenne es mal so. Verwirrung. Verwirrung. Das gehört alles zum Plan. Das gehört alles zum Plan. Ja, bitteschön. Oh nein! Nein, warte mal kurz! Warte kurz, bevor ich dich wiederbelebe. Hol ich mir noch ein paar Kills. So, bitteschön. Zack, und dich habe ich auch noch. Und klau mir nicht den Kill. Und. Was habe ich überhaupt gerade gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen rasiert. So, wir haben nachgeladen und es geht auch schon wieder weiter. Da hinten stehen sie jetzt, da auf dem Turm. Starspray, komm her hier. Ich mach dich fertig, Alter. Ich mache aus Starspray Haarspray. Mensch, die können aber ganz schnell regenerieren. Ist das hier ein bisschen anders als bei Kommando? Von der Schnelligkeit, was die Schnelligkeit angeht? Social Player ist etwas verbuggt. Aber ich habe so den Eindruck. Ja, ist voll klar, ne? Ich habe ihn ja nicht mehr gehittet als er mich, ne? So, das geht schon super los. Oh, er hat eine Kochschürze um. Wen spielt er denn eigentlich? Sully oder? Ah. Sully macht jetzt einen auf Koch. Dabei ist doch Elena hier die
diejenige, die in die Küche gehört, ne? So muss das sein, gell? Ja. Ne? So. Ich finde auf jeden Fall Leute, ganz im Ernst jetzt, ne? Ich wollte hier doch nur kurz was erzählen, wie toll ich diese Aladdin-Wunderlampe da finde. Und dann kommen sie ja gleich wieder um die Ecke und müssen mir eine reinpfeifen, ne? Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich habe übrigens voll die geile Tarnung bekommen für die Waffe. Das ist diese, wie heißt sie denn? Teufel oder Lava, irgendwie sowas. Und ich finde die mega geil, ne? Ich habe mir die angeguckt mal und dann konnte ich die noch nicht freischalten, weil ich hatte leider kein Geld. Ah, Mann, ey, das ist unfassbar. Da hat man einen, den man da mal killen kann und... Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ach so, das regeneriert... Ach so, ich verstehe es. Ich verstehe das Spiel. Nein! Ja, cool. God. Wo ist sie denn? Ich freue mich noch. Oh Gott. Oh Gott, war das scheiße. Oh mein Gott. Ja, das wird wieder so ein... Ey... Das wird wieder was für die Hall of Shame. Für meine persönliche Hall of Shame. Da ist ja schon einiges drin, ne? Aber das eben... Ich freue mich erst so übelst und dann kommt die da an, ne? Muss hier auch einen auf Tarzan machen. Ich meine, die sieht ja auch schon aus wie so ein Affe. Aber dann kommt die hier an und macht einfach mal das gleiche wie ich, ne? Und dafür kriegt sie es erstmal... Ich weiß nicht, ob sie es war, aber sie kriegt es auf jeden Fall richtig schön... Und Haarspray kriegt es auch auf die Fresse. Mit der Deckung, da ist es auch noch ein bisschen schwierig, ne? Manchmal funktioniert das irgendwie nicht. Aber das ist cool. Alter, war da eine Mine oder was? Hey. Thanks, man. Oh, das... Ich war fertig. Ich war fast fertig, Alter. Flynn, du Arsch. Flynn, du Arsch. Du kriegst einen Bitch Slaps und das war's. Remaking. Oh yeah. So, ich glaube, es sieht nicht so gut aus für uns. Was soll ich machen? Haarspray. Gibt's nicht auch sogar ein Musical, das so heißt? Nicht so, als ob ich hier voll der Musical-Liebhaber wäre, ne? Aber. Warte mal kurz. Ah, ich helfe. Was denn jetzt? Von wo? Von da, von da. Kommentaren. Ah. Da sind sie vorgedrungen. Die Schweine. So, ich kann mir einiges kaufen. Mach ich doch gleich mal. Ich hab ja das Geld, ne? Und da ist auch schon wieder weg. Das wertvolle YouTube-Money. Ich verdiene ja mit YouTube so viel Geld. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Ich bin ja mittlerweile auch schon Milliardär. Man kann wirklich mit meinen 50 Klicks pro Video kann man auch. Wenigstens ein, Alter. Die ganze Truppe ist da zusammen und ich krieg's noch nicht mal geschissen, einen einzigen irgendwie K.O. zu schlagen. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Sind sie da, hm? Aber wir haben ja noch 9 Sekunden. Wow, super, krass. Okay, erste Folge der neuen Rubrik. Wir spielen Uncharted 4, läuft jetzt nicht so gut. Aber ich bin auch etwas überdreht, glaube ich. Ich freue mich einfach, dass das Spiel endlich da ist und dass wir jetzt alle zocken können und alle wieder ganz toll viel Spaß haben können. So, jetzt kommen wir her hier. Die sollen mal näher kommen, Alter. Ich mach die fertig, ich schwöre. Na, nicht so nah. Komm schon. Okay. Ich glaube, meine Teufelstarnung, die glüht so und enttarnt mich. Also es ist eigentlich gar keine Tarnung. Och, Leute, ihr habt alle Granaten, Alter. Ich hab nur Rauch. Ganz ehrlich. Jeder schmeißt da eine scheiß Granate hin, die trifft mich so zur Hälfte. Und dann liege ich schon wieder am Boden und dann können sie natürlich draufhauen, ne? Meine Güte, ey. Dieses Spiel, ne? Wer spielt denn das? So.
Ah ne, da können wir nicht hoch. Da ist ein Gitter, da ist ein Gitter. So, wo sind sie? Ich mag die Map auch übrigens gar nicht. Ich habe hier schon mal so ein Scheißspiel drauf gehabt. Erst letztens so in der Beta war das noch. Ich schmeiß die übrigens nur, da, weil ich dafür ein bisschen Geld kriege. Also nicht jetzt im Spiel, sondern auch so, weil auf den Granaten ist da so ein YouTube-Kanal drauf und der überweist mir dann monatlich, nee, für jeden Wurf von so einer Rauchgranate überweist er mir 50 Euro. Und ja, das lohnt sich halt voll für mich und so. So, wo sind sie denn jetzt? Ich höre da Schüsse. Schon wieder die gleiche Scheiße hier. Ah, überall. Es ist ein Scheißspiel gewesen, aber... Boah, jetzt bin ich voll nicht motiviert, irgendwas Tolles zu sagen hier. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Das war's? Selber schuld.